Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sah Jesus, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Dabei sah er auch eine arme Witwe, die zwei kleine Münzen hineinwarf. Da sagte er: Wahrhaftig, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss geopfert. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt hergegeben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lieber Herr Rektor, Pater Wolfgang, heute stellvertretend für die vielen, die sonst oft mit uns hier auch am Altar ihren Dienst tun, lieber Herr Diakon, liebe Seminaristen, heute stellvertretend für die Studierenden der Hochschule und für viele liebe Gäste, die sonst auch diese Kapelle füllen. Ein wenig habe ich heute im Gedächtnis jene kurze Stelle aus dem einen Film von Don Camillo und Peppone, wo die gesamte Po-Ebene überschwemmt war und wo auch dieses kleine Dörfchen Brescello dann überschwemmt war und wo der Don Camillo dann trotzdem noch aus der Kirche hinaus, obwohl er schon selber bis zu den Knien im Wasser steht, versucht, den Menschen Hoffnung zu geben. Wir wollen ein bisschen so Hoffnung geben, auch in dieser schwierigen Situation, wo viele von Ihnen, die heute über die Medien mit uns auch hier verbunden sind, vielleicht schon einige Tage keine Heilige Messe mehr besuchen konnten aufgrund des Lockdown, ein bisschen Hoffnung hinausstrahlen. Das ist unsere Aufgabe auch in diesen schwierigen Zeiten am Ende des Kirchenjahres. Versetzen wir uns ein wenig in die Zeit Jesu. In das erste Drittel des ersten christlichen Jahrhunderts, in die Stadt Jerusalem, weithin sichtbar in der Mitte der Tempel auf dem Berg, ein Monumentalbauwerk, wie man sich's kaum mehr vorstellen kann. Und jeden Tag werden in diesem Tempel zahlreiche Opfer dem Herrn und Gott dargebracht. Es waren die Gaben der Erde, es war Mehl und Öl, Brot. Mit denen hat man einfach Zeugnis gegeben, Anerkennung dieser Herrschaft Gottes über die ganze Schöpfung. Und es waren blutige Tieropfer, Rinder, Schafe, Ziegen, Tauben, andere Vögel. Und mit Ausnahme des Fells wurde das gesamte Tier als Brandopfer vollständig dem Feuer übergeben. Und auch zur Zeit des öffentlichen Wirkens Jesu wurde täglich dieses Brandopfer am Morgen und am Abend dargebracht. Vielleicht schon ein Hinweis darauf, auf dieses kommende, auf dieses vollkommene Opfer, das Christus selber stiftet, das er am Kreuz darbringen will. Dieses Opfer, das er dann in der Eucharistie für alle Zeiten gegenwärtig setzen wollte, so wie wir es auch hier und heute wieder gemeinsam feiern. Und neben diesen Opfern, aber mit dem Opfer an sich sehr eng verwandt, waren die Almosen. Neben der Schatzkammerhalle gab es für das Spenden der Almosen einen allgemein zugänglichen Opferkasten. Und dort spielt sich diese Szene des heutigen Evangeliums ab. Bei diesem Opferkasten. Und als Jesus diese arme Witwe beobachtet, die da vielleicht nur eine sehr kleine Münze hineinwirft, war er innerlich so bewegt, weil er merkt, dass diese Frau alles gegeben hatte, was sie besaß. Und so hat dieses kleine Ereignis, das vielleicht von vielen gar nicht beobachtet wurde, weil viele dorthin gehen und etwas in diesen Opferkasten werfen, vielleicht wurde es auch von den Jüngern übersehen, so hat dieses kleine Ereignis dem Herrn die Gelegenheit geboten, darüber die Jünger zu belehren, dass der Wert einer Gabe nicht vom absoluten Geldwert abhängt, sondern von der Frage, ob es ein Geschenk des Herzens ist. Ja, viel äußerlicher Gesetzesgehorsam ist dem Herrn begegnet. Und er hat auch einige Male doch ziemlich
schwer und hart darüber geurteilt. Ja, der Blick auf die Herzen derjenigen, die mitunter viel gegeben haben, hat Jesus oftmals traurig werden lassen. Lagrange, der große Theologe, sagt dazu, die Art und Weise des äußeren Gesetzesgehorsams gilt nichts. Die religiöse Tugend beruht allein in der Gesinnung. An diesen letzten Tagen des Kirchenjahres, wo sehr oft auch von Gericht, von der Wiederkunft des Herrn gesprochen wird, dürfen wir überlegen, was wir von dieser kurzen Erzählung aus dem Evangelium lernen können. Und wir können das mit einem Satz zusammenfassen. Der Herr erwartet an erster Stelle einmal die Hingabe des Herzens. Wir dürfen keine Angst davor haben, Gott gegenüber großzügig zu sein. Denn er hat uns alles geschenkt, weil er sich in seinem Sohn ja uns selber geschenkt hat. Und wir dürfen einfach auch sehen, alle Gaben, die wir Gott darbringen können, sind sowieso seine Gaben, sind Geschenk von ihm an uns. Das spüren wir vielleicht ein bisschen. Heuer sind ja auch die Erntedankfeste größtenteils ausgefallen oder sehr im kleinsten Rahmen gefeiert werden. Aber dort spüren wir es. Wenn wir dann so manches von der Frucht der Erde dann hineinbringen in die Kirche und uns immer wieder denken müssen, lieber Gott, wir bringen genau das, was du uns geschenkt hast. Und so ist es mit jeder Gabe, die wir Gott geben können. Zuerst ist sie mal Geschenk von ihm an uns. Dieses Evangelium vom Opfer der Witwe lehrt uns, nicht einfach etwas vom Überflüssigen zu geben. Das Problem habe ich ein bisschen manches Mal mit den großen Charity-Events, die in unserer Welt da oder dort vorkommen. Schön, wenn dort Armen geholfen wird, aber wie viel zählt vielleicht dort die populistische Geste, das Auftreten in der Öffentlichkeit, anstatt dass es wirklich dieser Schmerz des Herzens ist, der etwas geben lässt. Wenn wir wirklich auf Gott vertrauen, dann sind wir in der Lage, Dinge zu opfern, die wir vielleicht einmal sogar für lebenswichtig gehalten hatten. Denn seit seiner Menschwerdung, weil Gott auf uns Menschen zugegangen ist, lehrt uns Jesus in jedem Augenblick seines Lebens, aber besonders natürlich dann durch sein Leiden und seinen Tod, wie die Hingabe des eigenen Selbst jedes Opfer prägen soll. Es sind heute nicht mehr die Tiere oder die Früchte der Erde wie im Alten Testament, sondern der Gottessohn opfert sich selbst. Und an dieses Ganzopfer erinnert uns auch in besonderer Weise heute diese Stelle aus dem Buch der Offenbarung. Wenn es hier auf die große Zahl, auf diese 144.000 schaut, jene, die freigekauft sind und die, wie es hier heißt, als Erstlingsgabe für Gott und das Lamm sich selber schenken. Und was Christus hier den Jüngern von dieser Witwe erklärt, das stellt er letztlich im vollendeten Maß selber unter Beweis. Er selber ist dieses vollkommene Opfer, das er selbst auch als ewiger Hoherpriester dem ewigen Vater darbringt. Er ist aber auch Opfer für uns, der sich selbst an die Stelle von uns schuldbeladenen Menschen stellt. Wir können in dieses Geheimnis am besten durch die Teilnahme an der Heiligen Messe eindringen. Wir können uns hier in jene einmalige Opfertat Christi mit hineinschenken, uns davon auch formen lassen. Maria Sila, die Eingebungen hatte vom Herrn über die Art und Weise, wie er sich auch das Priestertum des 21. oder 20. Jahrhunderts, des der neuen Zeit auch vorstellt und deren Eingebungen auch der Grund waren, warum Bischof Rudolf Graber die Vorgängerinstitution unseres heutigen Leopoldinum hier in Heiligenkreuz begründet hat. Die hat diese Hingabe, diese Selbsthingabe, hier besonders auf den Priester gemünzt, aber für jeden anderen auch gültig, in der Weise zusammengefasst, wenn der Priester die Patene mit dem Brot, das dann zum Leib des Herrn werden soll, auf den Altar legt,
Wir legen uns selber dazu. Wir selber sind eine solche Opfergabe auf dem Altar. Diese unendliche Liebe des Vaters, die zeigt sich im Opfer des Sohnes, und wir dürfen dies, so wie jetzt auch unblutig, hier vergegenwärtigen. Fürchten wir uns also nicht davor, Jesus auch wirklich unser Leben zu schenken, auf die eine oder andere Weise, alles, was wir sind und haben. Denn der Herr hat uns unendlich mehr, nämlich sich selber, geschenkt. Und er hat uns verheißen, dass wir für das, was wir opfern, für das, was wir aufgeben in unserem Leben, ja schon in diesem Leben sogar das Hundertfache zurückbekommen, wie immer dies dann auch aussehen mag und wie wir dieses Reich beschenkt sein vielleicht auch selber im Herzen spüren können. Und das sind zuerst einmal nicht die großen heroischen Taten, sondern das ist das Kleine des Alltags. Es gibt so vieles, was wir dem Herrn da opfern können. Es ist eine Fülle von Kleinigkeiten im Alltag, die wir für ihn tun, vielleicht mit einem liebevollen Gedanken an ihn. So manches, was uns vielleicht unangenehm ist, und wir gehen es trotzdem an und sagen, Herr, aus Liebe zu dir mache ich das jetzt, überwinde ich meinen eigenen Stolz, meine eigene Faulheit und so weiter, alle diese Momente. So manche Hürde, die wir aus Liebe zu Gott und den Mitmenschen überwunden haben, alles das darf zur Verherrlichung Gottes dienen. Alles darf zu einem Loblied auf ihn werden, so wie es in der Offenbarung geheißen hat. Ein Loblied auf den, der uns zuerst geliebt hat. Und wenn es um Lebenshingabe, um Ganzhingabe geht, dann bin ich heute ein bisschen egoistisch und möchte euch alle, die ihr heute verbunden seid, auch für mich um euer Gebet bitten. Denn ich durfte heute vor 23 Jahren dem Herrn, das hier bin ich, das Azum bei der Diakonenweihe sagen. Fürchten wir uns nicht davor, Jesus unser Leben zu schenken. Amen.